Hochgelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Siebter Tag. Wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnadenschätzen. Wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnadenschätzen. Wenn ihr aber eure eigenen Sicherheiten habt, wenn auch nur wenige, oder sie sucht, befindet ihr euch auf der rein natürlichen Ebene und folgt dem natürlichen Lauf der Dinge, der oft von Satan behindert wird. Ein Mensch, der immer alles erörtert und abwägt, hat nie Wunder gewirkt, nicht einmal ein Heiliger. Nur wer sich Gott hingibt, wirkt auf göttliche Weise. Wenn du siehst, dass alles komplizierter wird, schließ die Augen deiner Seele und sprich, Jesus, sorge du. Und als ich diesen Text jetzt gerade eben so vorgelesen habe, habe ich mir gedacht, wir sollen so werden, dass unser Vater im Himmel, in dieser Haltung sollen wir leben, so sagt es einmal Jesus, euer Vater im Himmel weiß doch alles, was ihr braucht. Macht doch euch keine Sorgen für das Morgen. Macht doch, was sollen wir essen, was sollen wir trinken? Wo bekommen wir dieses her und wo bekommen wir jenes her? Macht euch doch keine Sorgen. Das ist mir eingefallen, als ich diese heutige Betrachtung jetzt gelesen habe. Wenn ihr ganz arm geworden seid, dann entweder wachsen wir im Vertrauen oder wir wachsen irgendwo in der Angst. Das ist so. Entweder wir wachsen im Vertrauen, dass wir so sagen, ich weiß, dieser Vater im Himmel, er kümmert sich um alles. Oder du wachst in der Angst. Und das ist diese Entscheidung. Wen lasse ich in meinem Herzen herrschen? Wer hat den ersten Platz in meinem Herzen? Das Vertrauen oder die Angst? Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Und wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnaden, dann wirke ich Wunder, dann wirke ich Wunder. Aber wir müssen wie dastehen mit Wir müssen wie total blank dastehen. Wir müssen wie blank dastehen. Dann klopft es an der Haustür und bei unserer lieben Ilse steht der heilige Josef davor und bringt ihr irgendwie was vorbei. Warum soll das bei uns nicht auch so sein? Ihr lacht jetzt sicherlich oder so, gell? Oder beim Pfarrer steht auch der heilige Josef vor der Haustür und bringt mir wie der heiligen Miriam von Abilene oder diesen heiligen des Nahen Ostens die besten Früchte. Und bei jemand anderem baut er eine Wendeltreppe ins Haus bei euch zwei. Eine Wendeltreppe, die keine innere, diese tragende Stange hat. Aber das kann er gar nie, weil wir es gar nie so weit kommen lassen. Und das muss ich schon so sagen, das glaube ich. Das glaube ich. Aber es kostet irgendwie sowas, auch irgendwie so zu vertrauen. So für mich persönlich kostet es was. So Vertrauen und dann wirklich zu glauben, er sorgt für mich. Und deswegen beten wir diese Novene, damit wir immer mehr Kind werden. Immer mehr Kind Gottes werden. Und deshalb beten wir jetzt miteinander den siebten Tag. Und ihr betet zu Hause mit. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama,
ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. 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 Mutter, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Mutter, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Mutter, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.